Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jung und Freudlos, deinem ganz persönlichen Podcast aus der Universitätsklinik Freiburg, der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Und euer Team von Jung und Freudlos, das ist einerseits Moritz, geübter Kinderarzt und Moderator unserer Sendung. Auf der anderen Seite Ismene, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Und mein Name ist Sebastian, ich bin noch Assistenzarzt im selben Fach. Noch, sagt er. Hello, aber nicht mehr lange. Es wird sich bald ändern vielleicht. Hello, es wird spannend, hört ihr schon, 2021. Herzlich willkommen zur ersten Folge im Jahre 2021. Wir freuen uns sehr, wieder hier zu sein, auch wenn wir immer noch in unseren spacigen Skype-Hintergründen sitzen, aber besser als nichts. Und unsere Folge dreht sich heute um die Psyche und das Gewicht, und zwar das Körpergewicht. Aber bevor wir uns diesem Thema widmen, unsere Runde mit den Oder-Fragen live und in Farbe. Ich fange an. Ismene, angestrengt, angeregt oder angeschaltet? Ich bin gerade maximal angeschaltet, finde ich, weil hast du einen Schalter? Ich habe einen Schalter hinten im Nacken, kann mal an und mal aus sein. Meistens ist er aus, auf Standby. Aber wenn ich Nachtdienst hatte, so wie letzte Nacht, und dann wach geblieben bin und die Sterne in der richtigen Konstellation stehen, dann bin ich auf einmal angeschaltet. Und das kann was Gutes sein, kann auch nervig sein, glaube ich. Wir gucken. Kann sich jetzt jede und jeder da draußen selber ein Bild von machen. Ja, genau, ob ich in der Lage bin, jetzt hier was abzuliefern. Na, auf jeden. Okidoki, Sebi, aufgegessen, angetrunken oder abgeblasen? Ich habe heute noch nicht aufgegessen, ich bin noch nicht angetrunken, deswegen bin ich wohl abgeblasen. Zum Glück bist du trotzdem da. Ja, gerne. Wir freuen uns. Okay, Ismene, die zweite Runde ist keine Oder-Frage, sondern eine Wäre-ich-Punkt-Punkt-Punkt-Frage. Und die Frage für dich ist, wäre ich ein Nachtisch, wäre ich Punkt-Punkt-Punkt? Oh, wäre ich ein Nachtisch, wäre ich wahrscheinlich ein veganes, sehr dunkles, sehr schokoladiges Schokomousse, Mousse-au-Chocolat-Dings. Wow, ich wusste fast, dass was mit vegan kommt, hätte aber eher auf was Törtchenhaftes getippt, aber nee, dann bin ich meistens schon zu satt, mir ist immer schlecht nach dem Essen und dann sowas Musiges, das kann man dann noch irgendwie reindrücken. Sehr gut, da muss man bei der Schokolade aber auch gucken, ne? Oder darf man jede Schokolade? Also wenn sie dunkel vegan ist. Sind, dunkel ist vegan. Ab einer bestimmten Dunkelheit ist da in der Regel keine Milch drin. Okay. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Also immer trotzdem gucken. Immer nur zum veganen Koch eures Vertrauens gehen. Sehr gut. Sebi, wäre ich eine Unterwäsche, wäre ich? Tja, ich hab neulich Unterwäsche geshoppt im Internet. Kann ja nicht mehr in Klärung gehen. Und ich habe so ganz eigenartige Unterwäsche entdeckt. Ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt. Das war ein Jockstrap oder sowas hieß das. Naja, das war auf jeden Fall eine seltsame Konstruktion von Unterwäsche. Es ist für Männer auf jeden Fall und das ist vorne irgendwie so ein Behälter. Und der wird über zwei Bundzüge, die quasi hinten entlang führen, befestigt an der Vorderseite. Und für die Hinterseite ist keine Abdeckung vorgesehen. Fand ich voll lustig. Praktisch. Ich weiß nicht, ob ich das bin, aber ich musste das jetzt einfach spontan berichten, weil ich immer noch dachte, nicht genau weiß, wofür diese... Der nächste Sommer kommt bestimmt. Ja, genau, richtig, eben. Ja. Ah ja, schicki. Man weiß ja nie, womit man im Schwimmbad mal auftrumpfen kann, ne? Ja, ja, damit also auf jeden ein Jockstrap. Fall. Okay. Supi, der wird mir ganz warm. Dann letzte Runde. Ist mir eine Bauchgefühl, Naseweiß oder Haarspalterei? Manchmal muss ich wirklich überlegen bei deinen Oder-Fragen, so, was meinst du jetzt, was mich betrifft oder was ich gut finde oder was mich nervt? Nerven tut mich Haarspalterei wirklich sehr. Mhm. Ich hoffe, dass ich die nicht so oft betreibe, das müsst ihr mir später sagen. Bauchgefühl ist eine gute Sache, kann ich mich aber immer nicht so drauf verlassen, aber bist du Naseweiß? Das andere habe ich schon wieder vergessen. Naseweiß. Nein, gar nicht. Nein. Okay, verraten. Wir alle wissen jetzt die Antwort. Ja. Okay, ja, ich meine, wer einen Podcast macht und sich hinsetzt, das stimmt, verrät schon, eigentlich schon einiges. Schon bevor er oder sie überhaupt irgendwas gelernt hat und so weiter, ist wahrscheinlich Naseweiß. Ja, die Diagnose bestätigt. Sebi, letzte Runde für dich. Posieren, planieren oder imprägnieren?
imprägnieren. Es ist gerade so wahnsinnig viel Schnee auf der Straße und der wird allmählich feucht und matschig. Und ich finde, imprägnierte Schuhe sind jetzt einfach wirklich wichtig. Und es zeigt sich, wer Imprägnierspray zu Hause hat und wer nicht. Das sind die kleinen Vorteile, die man sich erschaffen kann. Ja, ne? Auf jeden Fall. Sehr gut. Ja, heute haben wir mal wieder tief in eure Seele geguckt. Aber hallo. Aber Mori, hallo. Dürfen wir auch mal kurz tief in deine Seele einblicken, bitte. Ja? Öffnest du uns ein kurzes Fenster? Na, ja? Ich versuch's, je nachdem, was ihr mich fragt. Das schauen wir mal. Also gut, ich fange mal an, ja? Pizza, Burger oder Salat? Salat, auf jeden Fall. Na, das war irgendwie vielleicht dann doch zu viel Kontrast. Zu lame. Ja. Und sozial, ist doch sozial erwünscht, die Antwort. Aber, ja, das voll. Stimmt, aber ich mochte Salat tatsächlich schon immer. Sonst hätte ich Pizza genommen, glaube ich. Okay. Naja, wobei. Weißt du was? Pizza und Salat. Hallo, nice, beste shit. Kombi. Mhm. Oder eine Salatpizza. Mhm. Never tried, aber... Nee. Den Salat aber erst nach dem Backen drauf tun. Mhm. So zum Beispiel natürlich. Rucola. Stimmt. Ja, genau. Richtig. Ich habe auch noch eine Essensfrage, Mori. Wow, ihr zwei einfalls reichen. Vegan, Low Carb oder Paleo? Das letzte weiß ich nicht, was es ist. Mit Vegan kann ich mich anfreunden und Low Carb habe ich noch nie probiert. Also Paleo ist, wenn man, Paleos? Nee. Wenn man nur noch Dinosaurierknochen essen darf. Ah, das habe ich vor kurzem überlegt, habe ich dann aber gelassen. Meisten Menschen werden von Archäologen erschlagen. Ja. Ach nee, das sind ja auch nicht. Archäologen und Paläontologen darf man, glaube ich, nicht verwechseln. Oh Gott, kannst du mir kurz sagen, was es ist? Das ist, wenn man sich wie Steinzeitmenschen ernährt, zumindest vermeintlich, weil ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das irgendjemand wirklich genau weiß. Und das heißt, du isst dann irgendwie ein Nüsschen und ganz viel Fleisch, aber was nicht geht... Weiß ich nicht. Sind Nudeln, irgendwelche leckeren Sachen. Okay, ja. Dann entscheide ich mich für vegan. Okay. Ich habe noch eine dritte Frage. Ich mach's schnell. Joggen, shoppen oder stopfen? Joggen. Außer an Weihnachten. Okay. Dann stopfen. Na, stopfen. Genau. Okay. Und wann shoppen? Und danach joggen. Spätestens im neuen Jahr. Im Januar joggen ja eh alle. Ja. Oder gehen ins Fitnessstudio. Das nur stimmt. Dieses Jahr nicht. Auch schon. Aber gerade bleibt einem auch nichts anderes außer joggen. Nee. Das ist richtig. Spazieren. Oder spazieren ja, gehen. Das ne? stimmt. Ja. Ich habe schon einen Abgesang darauf gelesen. Gut. Genug gefaselt. Los geht's mit dem Inhalt. Unser Thema heute, das Gewicht. Also wir sprechen vor allen Dingen über Adipositas und die Psyche. Meine Frage als erstes, um das mal zu klären, was ist denn eigentlich Adipositas oder anders formuliert, wie ist Adipositas definiert? Also die Weltgesundheitsorganisation hat die Definition von Adipositas an dem sogenannten BMI festgemacht. Das ist der Body Mass Index. Das ist das Verhältnis von Körpergröße zu Körpergewicht. Und dieser Body Mass ist bestimmt jedem schon mal über den Weg gelaufen und man spricht zum Beispiel bei einem Body Mass Index von über 30 von einer Adipositas. Und übrigens bei einem Body Mass Index von über 25 bereits von Übergewicht. Das ist recht interessant, weil eigentlich in unserer Gesellschaft schon jeder Dritte ein Übergewicht hat. Und genau, das ist so die Definition. Es ist interessanterweise eben nicht als primär psychische Störung beschrieben, sondern eigentlich eher ein Krankheitsbild, was vor allem in der somatischen Medizin so Anwendung findet. Und falls ihr jetzt unbedingt wissen wollt, wie ihr den ausrechnen könnt, weil ich ein Formeltrauma habe, habe ich mir das schnell noch rausgeschrieben. Es ist eure Körpermasse auf das Quadrat der Körpergröße. Viel Spaß. Das muss man erstmal umsetzen, was du gerade gesagt hast. Wir verlinken es euch auch nochmal. Genau, also ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, eine Adipositas nicht als primär psychische Störung angesehen, sondern somatisch, also eher im körperlichen Bereich der Erkrankung anzusiedeln. Trotzdem wollen wir ja heute so ein bisschen vielleicht Zusammenhänge oder mögliche Zusammenhänge zwischen Adipositas und der psychischen Gesundheit oder eben Krankheit beleuchten. Vorher kümmern wir uns noch ein bisschen um die Adipositas selber und zwar jetzt wissen wir schon, wie die definiert ist, aber was sind denn mögliche Gründe oder Auslöser für eine Adipositas? Du hast gesagt, das Übergewicht betrifft schon echt viele in unserer Gesellschaft, das heißt, das muss ja was sein, was viele Menschen irgendwie so oder was vielen Menschen über den Weg läuft. Also das ist ein weites Feld. Man kann grob einteilen in eine primäre Adipositas und in eine sekundäre, also durch andere Sachen bedingte. Und wahrscheinlich kommen diese Zahlen, die Sebastian vorgelesen hat, größtenteils von der primären Adipositas, die immer dann entsteht, wenn wir mehr Energie aufnehmen durch das Essen, als wir verbrauchen durch unseren Grundumsatz, durch Bewegung und so weiter, alles, was Kalorien verbrennt.
Und tja, durch unseren Lifestyle, den wir heutzutage haben, der sehr bequem ist. Das heißt, es gibt immer und überall ausreichend Essen. In unserem Land können sich ja sogar Menschen mit weniger Einkommen das Essen noch verhältnismäßig im Vergleich zu anderen Ländern gut leisten. Das heißt also, wirklich einen Essensmangel gibt es meistens nicht, aber durchaus einen Bewegungsmangel, weil wir eben alle Schreibtischjobs haben, nicht mehr draußen auf Jagd sind und nicht jeder regelmäßig Sport macht. Okay, das ist die primäre, oder? Mhm. Die sekundäre, da wird es ein bisschen spezieller, da geht es um Übergewicht, das durch bestimmte körperliche Erkrankungen oder Veränderungen bedingt ist. Also zum Beispiel auch hormonelle Veränderungen an Erkrankungen wäre zum Beispiel die Schilddrüsenunterfunktion zu nennen. Es gibt aber noch ganz viele andere körperliche Veränderungen, die Übergewicht begünstigen können. Okay, das heißt, bei den Sekundären, das ist ja häufiger in der Medizin, dass sowas dann sekundär genannt wird, da liegt eigentlich eine andere Erkrankung zugrunde und das kann zu einer Adipositas führen, während bei der primären sozusagen die Adipositas im Vordergrund steht, ohne jetzt mal erkennbare pathologische Ursache im Sinne von eben einer Unterfunktion, wie du es gerade genannt hast. Genau, oder wo man es nicht irgendwie an den Drüsen oder wie die Menschen es dann nennen hat. Okay, jetzt vielleicht nochmal ganz kurz zu primär und sekundär, das haben wir, glaube ich, ganz gut verstanden. Trotzdem die Frage, warum haben jetzt dann manche Menschen Übergewicht oder sind adipös und andere nicht? Gibt es da sozusagen zugrunde liegende Prädispositionen, also irgendwie sowas, was das begünstigt oder ist es Zufall oder woran hakt es? Ja, also man muss bei der Adipositas schon klar sagen, dass die unfairerweise einfach auch eine sehr starke Veranlagungskomponente hat. Es ist der jeweilige persönliche Metabolismus dann doch immer sehr unterschiedlich und es kommt einfach auch dazu, dass je nachdem, wie man aufgewachsen ist, ein anderes Aktivitätsniveau vorgelebt wird und natürlich Menschen, die sich weniger bewegen, schon von vornherein einfach einen geringeren Stoffwechsel haben und dementsprechend auch mehr aufnehmen. Es kann natürlich schon auch sein, dass körperliche Erkrankungen dahinter stehen. Häufig sind es aber auch einfach so ganz viele, es ist ein multifaktorielles Geschehen und hat was damit zu tun, so an welchem Modell habe ich denn gelernt in der Kindheit? Ja, sind denn die Eltern auch schon adipös gewesen? Haben die mir quasi eine Fastfood-Kultur vorgelebt mit einfach großen Mengen Nahrung und wenig körperlicher Aktivität? Oder habe ich vielleicht einfach auch früh in meinem Leben gelernt, dass Essen für mich sowas wie ein Trost oder ein Ausgleich sein kann und dann sehr stark darauf zurückgegriffen? Deswegen sehen wir da, dass manche Menschen damit große Schwierigkeiten haben, andere eher weniger Schwierigkeiten. Und es lässt sich tatsächlich auch beobachten, dass es da einen ziemlich klaren sozialen Unterschied gibt. Also es ist tatsächlich so, dass Menschen in niedrigeren Einkommensklassen häufiger Übergewicht haben oder Adipositas haben und eben auch häufiger zum Beispiel auf sehr ungesunde Ernährungsstile zurückgreifen, sich wenig bewegen und so weiter. Also es gibt schon so ein bisschen verschiedene Faktoren, die das begünstigen oder nicht begünstigen können. Aber es ist jetzt wahrscheinlich schon nicht so, dass man bei einem Menschen eins zu eins voraussagen kann, wird adipös, wird nicht adipös, nimmt viel zu, nimmt wenig zu, oder? Nein, also das würde sich jetzt falsch anfühlen, irgendwie irgendeinem Menschen eine lebenslange Prognose zu geben, so ganz generell natürlich. Und ich glaube, wir kennen ja alle wahrscheinlich irgendwo ein prominentes Beispiel, wo es Menschen geschafft haben, auch mit einem großen Übergewicht abzunehmen oder ähnliches. Aber es ist natürlich einfach eine Frage der Anstrengung. Ja, und manche Menschen bleiben dünn mit wenig Anstrengung und manche werden mit viel Anstrengung trotzdem immer dicker. Ja, das stimmt. Das macht es wahrscheinlich manchmal auch so schwierig, damit umzugehen oder eben nicht frustriert zu werden im Umgang damit. Okay, also jetzt haben wir gelernt, es gibt verschiedene Faktoren, die da Einfluss nehmen und Lernen spielt auf jeden Fall eine relevante Rolle, wie du gerade gesagt hast, Sebastian. Jetzt kommen wir schon so langsam ein bisschen zu dem Zusammenhang zwischen Übergewicht bzw. Adipositas und der psychischen Gesundheit bzw. eben auch Krankheit. Da würde mich jetzt interessieren, wie kann man denn generell da Beeinflussung wechselseitig sehen? Also was kann da was beeinflussen und wie steht es im Zusammenhang? Vielleicht könnt ihr einfach mal da so ein bisschen zusammenfassen, was es gibt.
Also wie so oft bei Dingen, die die Psyche betreffen, ist es tatsächlich eine wechselseitige Beeinflussung. Das heißt, wenn wir jetzt ein Diagramm malen würden, dann würden wir Übergewicht oben hinschreiben, Psyche unten hin und dann wären da Pfeile von beidem zu beidem. Mhm. Und es kann auch im ungünstigsten Fall dann so eine Art Teufelskreis entstehen. Genau, und wir müssen es, glaube ich, einfach nacheinander aufdröseln. Mhm. Die eine Frage ist ja, wie kann Übergewicht die Psyche beeinflussen? Mhm. Und die andere Frage ist, wie kann die Psyche das Gewicht beeinflussen? Mhm. Genau, also Übergewicht an sich kann ja schon zu psychischen Belastungen führen, zum Beispiel durch die Reaktion der Gesellschaft darauf. Kommen wir, glaube ich, später auch nochmal drauf zu sprechen. Mhm. Genau, aber Stichwort Bodyshaming, um einen Anglizismus zu verwenden. Nicht verkehrt. Genau, was dann natürlich eben das Selbstwertgefühl beeinträchtigen kann, zu Scham oder zu Rückzugsverhalten führen kann. Genau, das kann man sich, glaube ich, leicht vorstellen. Mhm. Genau, dann Sebastian, willst du noch was dazu sagen? Du hattest da, glaube ich, noch ein paar Punkte. Ja, also es ist, glaube ich, ganz viel in der sozialen Wurzel, wie du schon angemerkt hast. Und das kann man, glaube ich, noch ein bisschen weiter aufdröseln und einfach sagen, dass bereits das Essverhalten natürlich irgendwie ein Akt der sozialen Unerwünschtheit darstellt. Das löst Schuld, Schamgefühle aus. Und Betroffene wissen das auch, die nehmen das selber auch so wahr. Die sind sich dessen häufig bewusst und werten sich dann auch ab, was einen einfach auch depressiv machen kann, ja, wenn man sich ständig selbst abwertet. Ja, das ist ein Mechanismus, den wir in der Depression sehr häufig sehen. Ein anderes Problem, was sich eben auch noch auftut in einem anderen Sektor, ist, dass übergewichtige oder adipöse Menschen häufig auch keine Sexualität haben, sich das nicht trauen. Und also auch schon angefangen bei der eigenen Körperlichkeit und Sexualität mit anderen häufig gar nicht stattfindet. Das ist natürlich auch was irgendwie eine unglaubliche Belastung darstellt, wenn man sich quasi vorstellt, dass man sich selber für unwürdig und unfähig hält, eine Partnerschaft einzugehen, die irgendwo eine Sexualität jemals hergeben soll. Und ich glaube, es ist einfach auch wirklich schwierig, wenn man sich vorstellt, dass man von der Gesellschaft wahrgenommen wird als passiv, irgendwie faul im Endeffekt, sozial isoliert. Und das führt dazu, dass die Betroffenen sich dann häufig eben noch mehr zurückziehen und auch glauben, dass sie, weil sie so dick sind, einfach auch keinen Spaß mehr haben dürfen, irgendwelche Aktivitäten wie Sport gar nicht erst versuchen, aus der Sorge heraus, dass sie sich da blamieren könnten. So auch ein berühmtes Beispiel, eben dicke Menschen im Fitnessstudio, ja, wie reagiert man da eigentlich drauf? Ja, viele machen sich lustig, man sieht im Internet zahlreiche Videos, wobei das natürlich eigentlich ein guter Ansatz ist, aber man merkt einfach so ein bisschen, wie hoch die Schwelle ist, auch für Betroffene, sich in der Gesellschaft frei und verurteilt zu bewegen. Und das drückt natürlich mit Dauer auf die Psyche. Das sind alles Belastungsfaktoren. Also man merkt schon, es gibt ganz schön viele Faktoren, wie sozusagen das Übergewicht die Psyche eher auf eine negative Art und Weise belasten kann, muss man sagen. Vielleicht jetzt nochmal zu den andersrumen Fallen, sozusagen wie die Psyche das Gewicht beeinflussen kann. Genau. Ich habe nämlich im Internet gelesen, auf irgendeiner populärwissenschaftlichen Seite. Gute Frage. Ist ja eine Depression, wahrscheinlich war das die. Eine Depression macht ja keine Gewichtsveränderung, aber die Behandlung macht es. Aber wir sind der Meinung, das ist so nicht ganz korrekt, weil die Psyche kann auf ganz vielen Wegen das Gewicht sehr wohl beeinflussen. Mhm. Und zum Beispiel gibt es bei vielen psychischen Störungen einen Mangel an Bewegung. Also gerade die Depression, die hemmt den Antrieb und dann bewegen sich die Betroffenen in der Regel sehr viel weniger und das teilweise auch über einen sehr langen Zeitraum, je nachdem wie lange die Depression anhält. Mhm. Und wir haben es ja vorhin gehört, Bilanz, wenn man dann gleich viel isst und sich weniger bewegt, dann kann das Gewicht ansteigen. Genau, dann gibt es auch Depressionsformen, die den Süßhunger steigern. Also typisch bei Depressionen ist ja eine Appetitminderung. Mhm. Aber bei der atypischen Depression, da kann es auch eine Appetitsteigerung und so ein Craving nach Süßem geben. Craving heißt ziemlich starkes Verlangen, ne? Starkes Verlangen, genau. Vielleicht, ja. Genau, genau. Und da kann das Gewicht natürlich auch hochgehen, vor allem zusammen dann mit einer Antriebsminderung. Mhm.
Dann gibt es bei anderen psychischen Störungen auch sogenannte Strategien zur Emotionsregulation, die nicht immer funktional sind. Und da wären zum Beispiel Essanfälle oder auch wenn es kein Anfall ist, aber einfach Essen als Trost, als Belohnung, als Stress-Antidot zu nennen. Das kann natürlich dann auch auf die Dauer eine Gewichtszunahme begünstigen. Mhm. Und wenn man dann noch ein Problem mit der Impulskontrolle hat, wie zum Beispiel bei ADHS, dann fällt das Entscheiden, wann fange ich jetzt an, wann höre ich auf, und das Nein sagen auch noch viel schwerer. So. Genau, und dann hatten wir schon einmal eine Folge über Essstörungen, wo man sagen kann, da wird das Essen dann wirklich wie eine Art Sucht. Das heißt, es gibt immer wieder Essanfälle, die man nicht kontrollieren kann, die Störung selbst sind und nicht ein Nebenkorrelat der Störung. Und dann sollten wir vielleicht in dem Zusammenhang noch Körperschemastörungen erwähnen. Das ist ja sowas wie eine vermeintliche Adipositas. Also die Betroffenen meinen, sie wären dick, sind es aber gar nicht. Und da verwandt werden noch die Körperdysmorphophobie, das kann sich dann auf bestimmte Körperteile beziehen, kann sich auch aufs Gesicht beziehen, aber eben das wären so Störungen, wo das Übergewicht aber vielleicht gar nicht vorhanden ist. Okay, nochmal ganz kurz, das wäre nämlich später nochmal eine Frage gewesen wegen der Körperschemastörung. Könnt ihr nochmal ganz kurz zusammenfassen, was das genau heißt? Du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet, Ismene, vielleicht, dass man einfach nochmal einen abschließenden Satz dazu sagt, was es heißt, wenn man eine Körperschemastörung hat. Also es bezeichnet, dass die eigene Wahrnehmung des Körpers gestört ist. Also Betroffene nehmen sich häufig als zu dick oder zu dünn oder irgendwie anders abweichend wahr, teilweise auch als deformiert wahr. Und das entspricht häufig in einem hohen Maße nicht der Realität. Und die Betroffenen haben häufig auch kein Körpergefühl und lehnen sich und ihren Körper generell eher ab. Und also ich glaube, das prominenteste Beispiel ist dafür die Magersucht, wo es ja auch ganz häufig diese sehr eindrücklichen Illustrationen gibt, wo eine ganz abgemagerte junge Frau vor einem Spiegel steht und im Spiegelbild sieht sie eben eine sehr, sehr übergewichtige Frau. Ja, und das ist also wirklich ganz schön krasse Abweichungen haben kann, ja, wo man also schon sagen muss, das ist eindrücklich, ja, wie also Fakten dann doch verzerrt wahrgenommen werden können. Mhm. Ismene, du hast gesagt, dass es auf deiner dubiosen Internetseite so ein bisschen Vorbehalte gab, und zwar, dass sozusagen gar nicht unbedingt die Depression das Gewicht beeinflussen kann, sondern die Behandlung und vielleicht auch generell die Behandlung psychischer Störung. Da gibt es sicherlich vielleicht zum Teil auch Vorurteile, die berechtigt sind, aber trotzdem vielleicht, dass wir da nochmal kurz aufräumen. Wie kann denn jetzt die Behandlung psychischer Störung ein Übergewicht oder eine Adipositas begünstigen? Genau, also es gibt Medikamente in der Behandlung psychischer Störungen, die leider Folgendes machen als Nebenwirkung. Es gibt welche, die den Appetit steigern. Es gibt welche, wobei das ist schon relativ komplex, die Stoffwechselveränderungen auch hervorrufen, die eine Gewichtszunahme begünstigen können. Mhm. Und es gibt auch eine gewisse Beeinflussung körperlicher Aktivität durch manche Medikamente. Manche machen einen auch träge. Und dann gibt es auch noch so Dinge wie Wassereinlagerungen, die das Gewicht auf der Waage zwar höher werden lassen, die jetzt aber nicht wirklich eine Gewichtszunahme von Fettgewebe sind, aber die auch das Körpergefühl negativ beeinflussen können. Okay, tricky. Also muss man schon sagen, dass es tatsächlich diese Nebenwirkungen geben kann bei der Behandlung psychischer Erkrankungen durch die Medikamente. Darf ich kurz noch sagen, ja. Mir ist nämlich aufgefallen bei der Recherche, das ist mir als Fachidiotin oft gar nicht so klar, das ist aber nicht nur bei psychischen oder psychiatrischen Medikamenten der Fall, sondern auch ganz viele Medikamente, die in anderen medizinischen Fachdisziplinen verwendet werden, haben als Nebenwirkung Gewichtszunahme. Insofern, ich glaube, bei den psychiatrischen Medikamenten, da ist es schon überdurchschnittlich bekannt, oder? Da haben überdurchschnittlich viele Menschen Angst vor. Das sind aber nicht die einzigen Schwarze-Peter-Medikamente. Okay, also muss man ja tatsächlich sagen, dass sozusagen diese Vorbehalte, die du da auf deinen dubiosen Webseiten gefunden hast, zum Teil tatsächlich
gerechtfertigt sind und dass es eben tatsächlich Nebenwirkungen geben kann von psychiatrischen Medikamenten, auch von anderen, wie wir gerade gehört haben, die aber eben ein Übergewicht oder eine Adipositas begünstigen können. Aber was wir, glaube ich, auch schon in anderen Folgen besprochen hatten, ist, dass das natürlich erstmal thematisiert wird mit der zuständigen Ärztin, dem zuständigen Arzt, dass diese Nebenwirkungen vorher besprochen werden und dass, wenn sie denn bestehen, eben auch versucht wird, sie sozusagen zu handeln oder dem entgegenzuwirken. Oder sehe ich das richtig? Ja, das siehst du richtig. Also zunächst mal ist es uns natürlich wichtig, in der Aufklärung darauf hinzuweisen, dass es diese Gewichtszunahme geben kann, die meistens über den Mechanismus von Heißhunger oder einer Zunahme von Appetit funktioniert. Und um dem eben auch früh entgegenzuwirken, machen wir häufig auch das Angebot, eine Ernährungsberatung wahrzunehmen. Und diese Ernährungsberatung lernt man eben mit diesem Heißhunger so umzugehen, dass man eben nicht die ganze Zeit nur Snickers futtert, sondern Dinge, die eben auch satt machen, die vielleicht auch befriedigen können, aber nicht so eine wahnsinnig hohe Kaloriendichte haben. Das ist das eine. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass wir bei der Medikation selbst versuchen, so wenig Gewichtszunahme wie möglich zu bewirken. Das heißt auch, wenn wir merken in der Behandlung, da findet eine rasche Gewichtszunahme statt, und wenn man das jetzt irgendwie hochrechnet, dann reden wir davon, dass da in ein paar Jahren 10, 20, 30 Kilo zu Buche stehen, dann ist das etwas, wo wir auch mal sagen, okay, wir brechen die Eindosierung von dem Medikament deswegen ab, weil das vielleicht einfach auch so eine Einbuße für die Lebensqualität bedeuten würde, und das ist ja auch schlichtweg ungesund, dass wir dann schon auch nochmal sagen, wir stellen die Medikation um. Und wir haben häufig auch die Erfahrung gemacht, dass es eben Medikamente gibt, die weniger Gewichtszunahme machen, und dass man wie bei Nebenwirkungsmanagement mit psychiatrischen Medikamenten generell auch ein bisschen Geduld haben muss und verschiedene Versuche über sich ergehen lassen muss, bis man dann eine Kombination findet, die gut passt und funktioniert für einen. Okay, also auch hier wieder was ziemlich individuell dann vermutlich abläuft, wo man wirklich gucken muss, was passt nicht. Und immer, wie wir auch schon oft gesagt haben, im Zweifelsfall gibt es auch einen Plan B. Also das heißt nicht, es wird ganz strikt ein Medikament von Anfang bis Ende gegeben, auch wenn es ganz unangenehme Nebenwirkungen hat, wenn sich es irgendwie anders machen lässt. Ja, das ist eben immer ein Abwägen. Mhm. Also ich möchte nicht sagen, dass es nicht auch Situationen gibt, in denen man dann sagt, so okay, wir brauchen dieses Medikament jetzt schlichtweg, weil die psychische Erkrankung teilweise so schwer ist, dass da kein Weg dran vorbeiführt. Und dann muss man eben mit dieser Nebenwirkung irgendwo umgehen und leben und schauen, was man dem natürlich was entgegensetzt. Aber das ist das ist eben sehr, sehr stark individuell abhängig, ja. Und bei weniger schweren Erkrankungen hat man natürlich mehr Spielraum, was Medikamentenumstellungen angeht. Das ist klar. Sind denn die Vorbehalte in eurer klinischen Erfahrung nach zum Teil auch so groß, dass wirklich eine Therapie abgelehnt wird oder dass man, ich sag mal, viel gut zureden muss, dass die Therapie gewagt wird? Absolut. Also es ist irgendwie eine Situation, die wir regelmäßig haben bei bestimmten Medikamenten, die einfach sehr gut wirken, wo sich das bei, zumindest bei Menschen, die ein bisschen Psychiatrie-Erfahrung haben oder die sich mit vielen anderen psychisch Kranken unterhalten haben, wo das quasi schon so Bekanntheitsgrad hat, Medikament X, ah ja, da wird man aber dick von. Und manchmal sind das aber sogar Medikamente, bei denen wir das gar nicht bei einer großen Mehrheit der Patienten wirklich in der Klinik sehen. Und das ist dann halt besonders tragisch, wenn dann diese Medikamente abgelehnt werden. Und ich versuche dann immer aufzuklären darüber, dass es halt keine Möglichkeit gibt, es vorherzusagen, ob überhaupt bei Person X eine Gewichtszunahme stattfinden wird. Es mag statistisch wahrscheinlicher sein als bei einem anderen Medikament, was jetzt aber nicht ausreichend gewirkt hat. Aber wir können es nur rausfinden, indem man es ausprobiert und man regelmäßig wiegt und es einfach streng im Auge behält. Ich kann das schon durchaus verstehen, dass keiner warten möchte, bis er oder sie 10 Kilo zugenommen hat. Deswegen kann man sich dann ja auch einigen auf einen viel strengeren Cut-off. Ich glaube, auch unser Podcast-Kollege Jan Dreher hatte mal gesagt in einer Folge, wo es auch um das Thema Gewicht ging, dass er nicht mehr als 5 Kilo Gewichtszunahme tolerieren würde und dann auf jeden Fall absetzen. Ich hoffe, ich erinnere mich jetzt nicht falsch. Da gibt es unterschiedliche, sicher unterschiedliche Schmerzgrenzen und Philosophien. Und das ist, wie du schon gesagt hast, Moritz, immer eine ganz individuelle Frage, auch die man individuell mit PatientInnen aushandeln kann und muss. Ja,
Klingt so auf jeden Fall. Aber auch hier vielleicht tatsächlich wieder die wichtige Botschaft, dass man eben im Zweifelsfall drüber sprechen kann und dass man eben alle Hebel versucht in Bewegung zu setzen, um vielleicht einen guten Umgang zu finden, selbst wenn so ein Medikament eine nicht erwünschte Nebenwirkung hat. Was man jetzt, glaube ich, insgesamt schon rausgehört hat, dass man ja irgendwie so ein bisschen versuchen will, Übergewicht oder eben Adipositas als Maximalform, sage ich mal, zu vermeiden. Sebastian hat am Anfang schon eine Menge an negativen Auswirkungen von einem Übergewicht auf die psychische Gesundheit erwähnt, jetzt vielleicht nochmal so globaler gefasst. Wenn es sowas ist, was man absolut nicht haben will, welche Risiken gehen denn von einem zu hohen Körpergewicht aus? Also ziemlich viele. Ich glaube, eine Zahl, um das gut zu illustrieren, ist einfach nochmal auch eine aus dem Bereich der Gesundheitskosten. Und zwar 5-10% der Gesundheitskosten in Deutschland werden eben durch Übergewicht und deren verwandte Erkrankungen verursacht. Das ist ein ganz schöner Haufen. Und um einfach mal eine lange Liste zu beginnen, also wir reden von einer Erhöhung des Risikos von kardiovaskulären Erkrankungen, also damit ist vor allem gemeint ein Herzinfarkt oder Herzrhythmusstörung aufgrund von Durchblutungsstörungen im Herzmuskel. Es ist einfach auch ein Erkrankungskomplex, der da getriggert werden kann, der die höchsten Mortalitätsraten in Deutschland hat, also an dem am meisten Menschen nach wie vor sterben. Schlaganfälle haben einen ganz ähnlichen Mechanismus über diese Atherosklerose, die wir häufig haben. Das heißt Gefäßverkalkung, ne? Adipositas, ja, das sind quasi Gefäßverkalkungen oder Plaques, die sich in den Gefäßen absetzen und eben rupturieren können. Das Gefäß wird verstopft, infolge findet keine Blutung mehr, Durchblutung mehr statt. Das kann eben im Herzen wie auch im Gehirn stattfinden. Eine weitere Erkrankung, die einfach mit der schieren Menge an Körpergewebe zusammenhängt, ist zum Beispiel der Diabetes. Die Bauchspeicheldrüse versorgt ja den Körper mit Insulin, einem Hormon, was dafür sorgt, dass Zucker in Zellen aufgenommen wird. Und je mehr Körperzellen wir einfach haben, desto weniger reicht dieses Insulin für den gesamten Körper. Und es kommt zur Entstehung von einem Diabetes, der dann nochmal mit weiteren Medikamenten eingestellt werden muss, der weitere Folgeschäden haben kann. Es gehen viele kleine Gefäße durch den Diabetes kaputt, wenn er nicht richtig eingestellt ist. Was wirklich sehr unangenehm werden kann. Arthrose ist häufig, das heißt Gelenke werden einfach durch das Gewicht überbeansprucht, der Knorpel verschwindet, man hat Schmerzen. Die Gicht ist auch eine Erkrankung, die stark mit der Ernährung zusammenhängt, der einfach zu viel Harnsäure sich im Körper befindet und in den Gelenken tatsächlich als Kristall ausfällt sozusagen. Und diese Kristalle sind dann auch schmerzhaft in den Gelenken und tragen eben zur Gelenkszerstörung dabei. Ja, es gibt noch Nierenschäden, die dadurch entstehen können. Die Fettleber ist eine typische Folgeerkrankung. Häufig kommt es zu gehäuften Gallenentzündungen oder auch zur Gallensteinbildung. Bei Männern kann durch eine große Menge Fettgewebes auch zur Unfruchtbarkeit kommen. Durch den Mechanismus, dass in Fettgewebe Östrogen hergestellt wird und dass eben auch bei Männern eine hohe Menge an Fettgewebe zu einer vermehrten Östrogenbildung führt. Das bringt den Hormonstoffwechsel des Mannes durcheinander, führt dann eben zu Unfruchtbarkeit und teilweise gibt es eben auch Männer, die sogar ein Mammakarzinom, also einen Krebs der weiblichen Brustdrüse entwickeln können. So weit können diese Hormonveränderungen sogar gehen. Das ist jetzt natürlich eher selten, aber einfach um ein bisschen zu illustrieren, wie weit es gehen kann und wie viele Organe davon eigentlich betroffen sind. Genau, also ich glaube. Oh mein Gott. Genau, ja, man hört so ein bisschen raus. Es hat eben, also warum man eben vielleicht jetzt aus medizinischer Sicht immer versuchen will, Übergewicht und Adipositas zu vermeiden, sind eben diese breiten, häufig Spätschäden, die das mit sich bringt. Das ist eben nicht nur eine breite Auswirkungen auf die Psyche, wie wir es heute gehört haben, sondern eben auch eine breite Auswirkung auf den ganzen Körper, auf diverse Organfunktionen. Und wie du auch gesagt hast, Sebastian, gleich am Anfang, mit hoher Auswirkung auf unser Gesundheitssystem, also einfach viele Erkrankungen und Behandlungsbedürftigkeit entsteht durch vielleicht nicht jetzt direktes Übergewicht per se, sondern eben durch die Folgeschäden, die dadurch im Körper entstehen. Deswegen eben so dieses Ziel, was vielleicht auch manchmal so ein bisschen stressig ist aus medizinischer Sicht, das zu vermeiden, wo es eben geht. Aber ich glaube, wie du das jetzt illustriert hast, hat sehr, sehr lebhaft eben dargelegt, wo das überall zu Problemen führen kann. Und gerade sowas wie ein Herzinfarkt ist ja was, was vermutlich jeder und jeder irgendwie schon mal mitbekommen oder gehört hat und was leider wirklich auch häufig vorkommt und was eben einfach einen Menschen schwer krank machen kann. Deswegen lohnt sich es eben, nach dem Gewicht zu gucken. Gut. Jetzt haben wir, glaube ich, die Folgen ganz gut zusammengefasst. Jetzt
hätte ich noch mal einmal gern einen Switch zurück zu unserem Kernthema, eurer Kernkompetenz der Psyche und der Psychiatrie, und zwar die Essstörung. Vorhin kam es, glaube ich, schon mal ganz kurz, Ismin hat es gesagt, dass eben bei manchen psychischen Erkrankungen auch das Essen selber eins der Symptome ist oder wie eine Sucht sein kann. Deswegen vielleicht noch mal kurz die Frage an euch, welche der Essstörungen, die wir damals in der Folge auch besprochen haben, geht denn jetzt typischerweise mit einem hohen Gewicht einher? Man denkt, glaube ich, immer erst an die Magersucht, aber die ist es ja jetzt wohl nicht. Nee, die ist es nicht. Kleiner Spoiler. Es ist vor allem die Binge-Eating-Störung, bei der die Betroffenen regelmäßig Essanfälle haben und da große Mengen an Nahrung zu sich nehmen, also größer als der Durchschnittsmensch normalerweise in einer Ess-Session zu sich nehmen würde, ohne anschließend zu erbrechen oder andere Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Das ist ja der Unterschied zur Bulimie. Bei der Bulimie gibt es auch Essanfälle, die auch ähnlichen Umfang erreichen können. Und da wird aber regelmäßig anschließend was gegen eine befürchtete Gewichtszunahme getan. Also erbrochen, Abführmittel genommen, exzessiv Sport getrieben. Und der Teil fehlt bei der Binge-Eating-Störung. Bei der Bulimie sind die Betroffenen oft normalgewichtig, also jetzt nicht immer so untergewichtig wie bei der Anorexie. Mhm. Ich kann gar nicht genau sagen. Ich glaube, es dürfte auch möglich sein, dass auch eine Bulimie mit Übergewicht einhergeht, aber sicherlich nicht so häufig wie die Binge-Eating-Störung. Das heißt, Binge-Eating-Störung ist, glaube ich, was, was man so als Diagnose oder als Begriff gar nicht unbedingt kennt, es sei denn, man hat schon unsere Folge gehört, aber eben trotzdem eine ganz relevante auch Essstörung, auch wenn sie eben deutlich weniger präsent ist als vielleicht die Magersucht. Okay, also jetzt wissen wir nochmal den kleinen Ausflug in die Essstörung. Wir wissen, welche Folgen Übergewicht haben kann. Jetzt haben wir immer wieder, glaube ich, ist es schon so angeklungen, Sebastian hat am Anfang gesagt, welche Auswirkungen sozusagen die Wahrnehmung in der Gesellschaft auf die psychische Situation von Menschen mit Übergewicht oder Adipositas haben kann. Deswegen nochmal meine Frage an euch, wie ist es denn mit dem Stigma beim Thema Übergewicht, Adipositas? Was sind da die Hauptprobleme vielleicht in unserer Gesellschaft? Ich glaube, das haben viele Menschen schon in ihrem eigenen Umfeld mitbekommen. Also mir geht es zumindest so, dass die Reaktionen, die ich von Mitmenschen auf andere dicke Menschen mitbekomme, häufig sehr intensiv sind, irgendwie abwertend und auch sehr moralisch. Das ist irgendwie so eine richtige Glaubensfrage, dass man diesen Menschen so ein Versagen vorwirft, dass sie so dick sind. Ja. Denen werden auch ganz negative Charaktereigenschaften zugebilligt. Ja. Die sind irgendwie träge, die sind inaktiv, die sind auch willensschwach, weil sie es nicht schaffen. Und ich glaube, dass es einfach auch dazu führt, dass die Leute häufig benachteiligt werden in der Gesellschaft, beispielsweise wenn es um Ausbildungsstellen oder Arbeitsstellen geht. Und dass es schwierig ist, eine Partnerschaft aufzubauen, auch wenn vielleicht das Thema Attraktivität gar nicht mal so im Vordergrund steht, sondern es ist ja irgendwie auch häufig so, dass man auch, wenn man selber vielleicht nicht dick ist, dass man keinen dicken Partner haben will, weil wie sieht das denn aus? Und dass dann schon viele Leute davon abgehalten werden, da eine Freundschaft aufzubauen oder sich blicken zu lassen. Das führt zu einer sozialen Isolierung, zu einer partnerschaftlichen Einsamkeit. Ja, und das glaube ich schon hart. Was ist dir noch aufgefallen, Ismene? Leider muss ich sagen, dass ich das auch so sehe. Also, dass die Reaktionen so sind. Selbst, ich würde mal sagen, selbst in einem Umfeld mit eigentlich toleranten und vernünftigen Menschen ist das ja fast so eine Art Running Gag irgendwie immer noch in unserer Gesellschaft. Mhm. Irgendwie Witze dann über übergewichtige Menschen zu machen, die irgendwie dies oder jenes tun. Auch wenn das sicherlich nicht in jedem Fall so gemeint ist, aber ich glaube, das wird sehr, sehr leichtfertig noch gemacht. Ich glaube, während in anderen Bereichen jetzt irgendwie mit, also ich würde zumindest sagen, so in meiner Blase mit Rassismus und solchen Themen deutlich oder auch mit Sexismus sehr viel sensibler umgegangen wird im Bereich Übergewicht, ist das, glaube ich, trotz Anti-Body-Shaming-Kampagnen noch nicht so richtig angekommen im Alltag.
oder? Ich weiß nicht, was ist euer Eindruck? Glaube ich tatsächlich, dass es sehr blasenabhängig ist, gerade was Thema Rassismus und Sexismus angeht. Aber ja, würde ich jetzt von meiner Blase, die vielleicht eine gewisse Übereinstimmung mit deiner hat, auch so sehen tatsächlich. Und was ich ganz interessant finde, das, was ihr gerade beschrieben habt, was die Stigmata angeht, sind Sachen, die wir, glaube ich, damals auch in der Suchtfolge beim Thema Alkoholerkrankung besprochen haben, ne? Dass man eben auch den suchterkrankten Menschen häufig diese Eigenschaften, wie du sie aufgezählt hast, Sebastian, zuspricht, also Schwäche und so, die kriegen den Arsch nicht hoch, die schaffen sich nicht aufzuraffen, hat ja auch ganz viel mit Disziplin zu tun, oder Disziplin wird da, glaube ich, immer ganz viel mitgenommen, so nach dem Motto, jeder und jeder kann das schaffen, und wahrscheinlich wird dann im Endeffekt da häufig zu wenig differenziert, was jetzt sozusagen das zugrunde liegende Problem ist. Also diese ganzen Formen der sekundären Adipositas muss man eh wahrscheinlich rausnehmen, weil das ja dann eh wenig mit Disziplin, sondern eher mit einer zugrunde liegenden Erkrankung zu tun hat, auch wenn es die selteneren Formen sind. Und bei den anderen Sachen sind es eben, wie du vorhin gesagt hast, Sebastian, multifaktorielle Probleme, wo ganz viel mit reinspielt. Ich verstehe schon, dass es im Alltag nicht so einfach ist, es immer so zu differenzieren, aber ich glaube auch, dass man da noch ein bisschen, oder wir alle wahrscheinlich lernen kann, ein bisschen sensibler so mit dem Thema umzugehen. Genau, jetzt wollte ich euch fragen, man hat, glaube ich, schon rausgehört, dass es eben so ein Thema ist, was, glaube ich, sehr präsent ist und die Leute mit Sicherheit im Alltag auch häufig beschäftigt. Ist es denn was, was bei euch in der Klinik auch häufig angesprochen wird von Patientinnen und Patienten von sich aus, dass sie das Gefühl haben, sie haben ein Problem mit ihrem Körper oder sie möchten das Körpergewicht verändern oder sie das Körpergewicht wirklich auch als Ursache eben für psychische Probleme, sage ich mal? Also ich glaube, das ist unterschiedlich. Also ich glaube, dass wir ziemlich viele Störungen, die mit Körpergewicht eng zusammenhängen, gar nicht so richtig erfassen. Also ich glaube, dass uns manche noch durch die Lappen gehen und dass man einige nur erfasst, wenn man wirklich ein gutes therapeutisches Verhältnis hat und explizit danach fragt, weil zum Beispiel Binge-Eating-Störungen einfach auch sehr schambehaftet sind. Mhm. Also die werden nicht immer unbedingt ganz freimütig im Aufnahmegespräch mitgeteilt oder im Erstgespräch. Was meiner Erfahrung nach häufiger vorkommt, ist, dass die PatientInnen ansprechen, wenn sie eben aufgrund der Behandlung relevant zugenommen haben, eben, und Angst haben, dass sich das fortsetzt oder wiederholt. Mhm. Ich habe das Gefühl, da ist es vielleicht ein bisschen einfacher, das zu thematisieren für die Betroffenen, weil sie sich da eben nicht selber die Schuld für geben. Ja, weil man eine klare Ursache hat sozusagen. Ja, genau. Und ansonsten ist es unterschiedlich. Also ich glaube schon, dass es auch ähnlich wie, was weiß ich, sexuelle Störungen oder ähnlich wie Sucht was ist, was eher nicht unbedingt proaktiv erzählt wird. Ja, kann man sich vorstellen, gerade wenn man eben wieder auf das Thema Stigma und Scham zurückkommt. Und gibt es denn aus eurer Sicht oder aus der psychiatrischen Sicht sozusagen typische Therapieinhalte, wenn es ums Thema Gewicht geht? Da die Adipositas ja eben kein psychisches Krankheitsbild ist, gibt es jetzt irgendwie auch bei uns gar kein spezielles, sag ich mal, Therapieprogramm für Adipositas, obwohl das sicherlich eigentlich eine sinnvolle Sache wäre, weil meiner Meinung nach die psychische Komponente der Adipositas einfach gigantisch groß ist und, glaube ich, erstmal im Kopf überhaupt Weichen gestellt werden müssen, bevor ein Abnehmprozess oder ein Gewichthalteprozess eingeleitet werden kann. Ich habe mich aber dazu ein bisschen belesen und eben auch mitbekommen, dass es sich um ein klar chronisches Krankheitsbild handelt. Also man merkt ja alleine schon auch an den Zeiträumen, über die wir dann sprechen, über so eine Gewichtszunahme, die finden über viele Jahre hinweg statt. Und die Probleme, die dem vielleicht auch zugrunde liegen, haben sich meistens auch über Jahre hinweg konsolidiert. Das heißt, das ist auch nichts, was man jetzt irgendwie auf die Schnelle lösen kann, sondern so eine Therapie braucht Zeit. Und es ist ja vielleicht auch am ehesten, ich möchte auch nochmal auf die Sucht zurückkommen, eher damit zu vergleichen, ja, dass man auch davon spricht, so okay, wir hören auf mit diesem Problemverhalten, so viel zu essen, ja, und da kann es dann aber auch immer wieder zu Rückfällen kommen, was auch häufig der Fall sein wird. Und da geht es einfach darum, langfristige kleine Erfolge zu etablieren. Das ist harte Arbeit, die jeden Tag auch von den Betroffenen immer wieder geleistet werden muss. Deswegen darf man das nicht unterschätzen. Ich glaube, was sicherlich nicht zielführend ist, sind generell so Diäten, die häufig in Schönheitsmagazin oder so Lifestyle-Magazin beworben werden. Es gibt den bekannten Jojo-Effekt, der ist eigentlich hinlänglich bekannt, dass es dazu kommt, dass Diäten meistens nur einen kurzfristigen Effekt haben, dass das Gewicht einfach eher wieder zurückpendelt, wenn man wieder in sein normales Verhalten oder in sein Problemverhalten zurück
geht, kompensiert man alles nach, was man gemacht hat. Deswegen es ist eher, glaube ich, was nur enttäuscht, was frustriert, weil man im Endeffekt gar keine Gewichtsabnahme hat, aber jede Menge Anstrengung. Und ich glaube, es ist viel wichtiger, dass man realistische Ziele sich setzt, ja, und auch nicht zum Beispiel von diesem Ziel ausgeht, ich werde wieder schlank und ich werde wieder schön und dann spreche irgendwie jetzt wieder dem Covergirl oder dem Coverboy von irgendwelchen Zeitschriften. Ich glaube, das wird nicht erreicht werden und darum geht es auch nicht. Und es kann bereits auch ein Erfolg sein, dass man das Körpergewicht stabil hält, dass man nicht weiter zunimmt, ja, weil das ist ja häufig auch die Dynamik von Adipositas. Es ist eine kontinuierliche Gewichtszunahme. Es ist selten der Fall, dass das Gewicht stabil bleibt, sondern es geht häufig nur in eine Richtung und das ist nach oben. Und es geht natürlich aber auch darum, dieses Übergewicht zum Teil zu akzeptieren, was natürlich auch vor diesem Hintergrund des gesellschaftlichen Stigmas wahnsinnig schwer wird. Ne? So was unglaublich stigmatisiert ist, zu akzeptieren, ja, das kann man sich gar nicht vorstellen, was das für eine Überwindung ist und wie sehr sich das vielleicht auch anfühlen muss, wie so ein Kampf gegen Windmühlen. Aber es ist, glaube ich, nötig, damit man überhaupt Erfolge erzielen kann und dass man anfangen kann, auch wieder positive Aktivitäten aufzubauen, ein positives Selbstbild aufzubauen, was sicherlich nötig ist, um produktiv voranzukommen. Und ja, das letztliche Ziel ist ganz ähnlich wie bei der Therapie von verschiedensten psychischen Erkrankungen. Es geht darum, dass man positive Aktivitäten aufbaut, eine gesunde Tagesstruktur, dass soziale Einbindung vorhanden ist. Ja, wenn diese Dinge gegeben sind, dann ist einfach schon viel getan. Und ich glaube, das Therapieziel sollte auch nicht unbedingt jetzt an einem BMI kleiner 25 festgemacht werden, sondern eher an solchen Faktoren. Mhm. Aber klingt tatsächlich nach was mit, wo eine Menge Arbeit dahinter steckt, wo wahrscheinlich jeder und jeder da sich echt ordentlich reinhängen muss und was wahrscheinlich dann auch im Zweifelsfall ganz gut begleitet sein muss. Jetzt wie immer bei uns eigentlich die Frage, wenn Therapie, also Psychotherapie, Verhaltenstherapie vielleicht so eine große Rolle spielt, gibt es denn auch das Abnehmmedikament nach dem Motto, ich habe ein Medikament, was mich vielleicht zunehmen lässt, gibt es auch eins dagegen sozusagen, das Gegengift? Also theoretisch gibt es Medikamente, die einen entgegengesetzten Effekt haben. Das Blöde ist aber, dass die auch alle nicht frei von Nebenwirkungen sind und alles keine Medikamente sind, die man irgendwem leichtfertig verschreiben würde und erst recht keine, die man so in Eigenregie einnehmen kann. Mhm. Und also so im Bereich der Psychiatrie, zumindest in unserer Klinik, sind wir ganz froh, dass es die gibt, weil die dann zum Einsatz kommen, wenn wir eben aufgrund der Schwere der Erkrankung nicht drumherum kommen, ein Medikament anzusetzen, das zu einer Gewichtszunahme führt. Ich habe vergessen, wie mein Satz angefangen hat, aber dann verwenden wir teilweise diese Medikamente, um eben zu verhindern, dass das Gewicht ungesund nach oben geht. Aber ansonsten möchte ich gar nicht zu viel Werbung für die machen, weil ich glaube, dass es zu kurz gedacht ist, jetzt eine Pille zu nehmen und dann hat sich das Problem erledigt. Vor allem, weil, wie Sebastian gesagt hat, das ja oft ein Problem ist, was aus verschiedenen Faktoren gespeist wird. Und solange man nicht mit zum Beispiel Heißhunger lernt umzugehen oder andere Strategien gegen Stress zu finden, wird dieses Medikament dann auch nicht helfen. Das macht nicht die aufgenommenen Kalorien wieder weg. Das setzt sozusagen nicht am Grundproblem an, ne? Ja, also es gibt natürlich Therapieformen, da habe ich neulich auch eine interessante Diskussion darüber gelesen, die eben an diesem Bilanzierungsproblem ansetzen. Und klar, wenn man jetzt eine Möglichkeit findet, zum Beispiel, also der Körper, der nimmt ja jede aufgenommene, also oder jede gegessene Kalorie auch gnadenlos auf. Das ist ja eine sehr effiziente Maschine, die wirklich keine Energie verschwendet, die eigentlich gebaut ist für Hungersnöte und Knappheiten. Und jetzt kann man aber sowas natürlich trotzdem auch basteln, zum Beispiel durch die sogenannte Adipositas-Chirurgie. Also es gibt verschiedene Operationsformen, bei denen der Magen verkleinert wird oder es wird ein Magen-Bypass angelegt. Das heißt, der Mageninhalt wird teilweise schneller über das Verdauungssystem abgeleitet, sodass Nahrungsinhalte gar nicht komplett verdaut werden können. Das heißt, mit dem Stuhl wird im Endeffekt auch viel Energie wieder ausgeschieden. Der Körper kann nicht so viel davon aufnehmen. Es wird viel von somatischen Medizinern zurzeit propagiert, auch vermehrt auf diese Sachen zurückzugreifen, weil es halt eben sonst diese wahnsinnig riesige Palette an gesundheitlichen Problemen gibt, die mit starker Adipositas einhergehen und
so ein bisschen als eine letzte Lösung wurde das immer wieder diskutiert. Ich glaube, in der Psychiatrie wird es noch kritisch gesehen, weil es einfach auch immer wieder Hinweise darauf gibt, dass das auch psychisch sehr belastend sein kann, dass es psychische Folgeschäden gibt. Genauer bin ich aber auch noch nicht belesen und ich glaube auch, viel weiter ist die Forschung noch gar nicht momentan. Es ist aber auf jeden Fall, glaube ich, interessant, das weiterhin zu beobachten, wie die Diskussion da weitergeht. Also genau, man hört, es gibt schon verschiedene Ansätze, tatsächlich auch jetzt, gut, eine OP ist vielleicht sozusagen die Maximalform einer Therapie oder einer Medikamententherapie. Trotzdem, glaube ich, wie ihr beide gesagt habt, jetzt nicht das allererste, an das man denkt und vielleicht immer auch eher in Kombination mit, dass man auch eben an seinem Problemverhalten oder an seiner Stressregulation arbeitet, wie du es gesagt hast, Ismene. Okay, vielen Dank für euren ganzen Input. Dann kommen wir schon zur letzten Frage. Heute mal nicht die fast bitte nochmal alles zusammenfrage, sondern eher so für unsere Hörerinnen und Hörer. Was wären denn eure Tipps einfach, um ein gesundes Gewicht zu halten, beziehungsweise Gewicht zu reduzieren, wenn es möglich ist und wenn man das möchte. Auf was können wir sozusagen im Alltag gucken? Was sind deine Lifestyle-Tipps, Ismene? Meine Lifestyle-Tipps, das würde ja voraussetzen, dass ich den perfekten Insta-Body habe. Nee, das würde voraussetzen, dass du den perfekten Insta-Lifestyle hast. Insta-Lifestyle, den habe ich natürlich. Also wir können natürlich die Allgemeinplätze nennen, da werden jetzt alle vor Langeweile ausschalten, wir sagen regelmäßig Sport, viel Obst und Gemüse essen, eben nicht so viel hochkalorische Nahrungsmittel. Aber jetzt kommt hier mein persönlicher Tipp. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Ich habe lange nicht mehr geschaut, aber keine Diätprodukte benutzen. Also keinen fettreduzierten Käse, fettreduzierter Joghurt. So, das ist alles nicht gut. Das führt euch nirgendwo hin. Das macht nicht richtig satt und dann denkt man nur bald wieder drüber nach, was man sonst noch so essen könnte. Also das habe ich für euch getestet vor langer, langer Zeit, würde ich sagen, funktioniert nicht. Genau, ansonsten Sebastian hat ja schon gesagt, das mit den Diäten ist schwierig, die man nur über kurze Zeit durchhalten kann, weil man so viel nicht darf und so wenig Lebensqualität hat. Das heißt, wir würden schon eher empfehlen, dass man langfristig seine Ernährung möglichst gesund hält. Und was ist dein persönlicher Tipp, Sebastian? Also ich mag diesen Spruch, morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König und abends wie ein Bettler. Auch das ist eigentlich so ein Allgemeinplatz, ne? Was heißt ja auch immer, man soll ruhig morgens recht viele Kalorien zu sich nehmen, auch kohlenhydratreiche Nahrung und eben zum Abend hin das Essen immer weiter reduzieren und abends nicht mehr so viel zu sich nehmen. Ist das überhaupt wissenschaftlich bewiesen? Ich weiß es nicht, ich habe es neulich wieder in einem Diabetes-Seminar gelernt. Echt? Ja, und Intervallfasten machen ganz viele Kollegen. Ja, damit kenne ich mich überhaupt nicht aus. Das soll auch also, ganz gut sein, ne? Ja. Das ist, glaube ich, tatsächlich wissenschaftlich ganz gut untersucht, aber ich finde, das schneidet halt schon ganz schön so in gesellschaftliche Abläufe ein, oder? Also je nachdem, wie man die Intervalle steckt, aber Außerdem sind die dann alle ganz unterzuckert in der Visite morgens. Also ich wäre auch nicht bereit, da irgendwie das irgendeine Diät zugunsten. Für sich entscheiden, ja. Kann ich auf jeden Fall verstehen. Naja, also Ich finde schon, dass man Bewegung in den Alltag irgendwie integrieren sollte. Und es ist am Anfang immer schwierig, sich zu bewegen. Es ist einfach, ein unsportlicher Körper bewegt sich nicht gerne. Und das Schöne ist aber, der Körper, je mehr Sport er macht, desto mehr gewöhnt er sich dran und desto mehr fordert er das auch ein. Und man muss ja nicht immer gleich laufen gehen. Also vor allem sollte man einen Sport machen, der einem Spaß macht und sich nicht irgendwie zu irgendwas zwingen. Das macht nicht so viel Sinn, es sei denn, man ist wahnsinnig gut darin, sich zu zwingen. Und ich finde auch gut, häufig einfach mal eher das Fahrrad zur Arbeit nehmen, wenn es denn möglich ist, oder mal die Treppen laufen anstelle von einem Aufzug. Das sind so kleine Hacks, die ich in mein Leben einbaue. Ja, kleine Hacks. Das stimmt. Und ich finde wirklich auch, also ich mache ja On-Off-Sport. Ich mache ihn eine Zeit lang und dann mache ich ihn aus irgendeinem Grund wieder nicht. Und dann ist ganz schwer, wieder anzufangen. Und allen, die sich auch gerade drücken, kann ich sagen, wenn man dann aber wieder angefangen hat, noch lange bevor man irgendwie dadurch, keine Ahnung, seinen Körper wirklich verändert, verändert sich aber das Körpergefühl total. Das heißt, man fühlt sich tatsächlich schnell besser, auch wenn man vielleicht gar nicht abnimmt, weil man baut Muskeln auf, man baut Fett ab, es schlägt sich alles nicht so richtig nieder, aber man fühlt sich besser.
Und das kann ja ein Anfang sein schon mal. Mhm, ist auf jeden Fall sehr viel wert. Sehr gut. Das waren jetzt bunt gemixt eure Lifestyle-Tipps für euch da draußen. Ja, Mori, was ist denn dein Lifestyle-Tipp? Ja. Oh ja, du bist geil. Doch so ein, jetzt habt ihr hier schon so voll die langer, Palette langer, abgeliefert langer. Und ich darf jetzt noch irgendwas hinterher schieben. ja, ich hätte jetzt auch gesagt, Spaß spielt eine total große Rolle oder Freude an der Bewegung. Also ich glaube auch, dass sich zwingen ist bedingt möglich und auch mit dem Essen würde ich so halten. Also man darf mal ausrasten, finde ich. Ist meine Meinung. Da gibt es sicherlich manche, gerade wenn man so Suchtkomponenten hat, da muss man da sehr vorsichtig sein mit solchen Tipps. Aber wenn man da jetzt nicht so anfällig ist, darf man, finde ich, auch mal stopfen vor Weihnachten, ohne jetzt allzu hart mit sich ins Gewicht zu gehen. Wenn man danach auch wieder zu einer Phase findet, man sagt, jetzt bin ich gerade wieder ein bisschen besser in meinem Gleichgewicht. Rausgehen tendenziell hilft, egal, glaube ich, auf welche Form, ob man jetzt joggen geht, einfach nur spazieren, walken, Fahrradfahren, egal. Also frische Luft ist eigentlich fast immer befriedigend und ist es nur kurzzeitmäßig und ansonsten habe ich, glaube ich, jetzt keine weltbewegenden anderen Tipps. Das waren doch schon sehr gute. Ja, es waren eure wiederholt in anderen Worten. Aber vielleicht merkt es niemand, kann ich ja drauf hoffen. Hervorragend. Ansonsten fände ich es ganz cool, wenn ihr uns natürlich noch eure Tipps schreibt, gerne auf Instagram oder Facebook oder Twitter. Also wenn ihr die super Tipps habt und wir sie natürlich jetzt vergessen haben, dann lasst sie uns doch wissen. Dann können wir es mit allen anderen noch teilen. Und ich denke, diese Liste lässt sich vermutlich bis circa unendlich ergänzen. Genau. Und schreibt uns in die Kommentare, welches Medikament euch nicht dick gemacht hat. Und das. Obwohl, nein, vielleicht nicht in die Kommentare. Ihr könnt es uns auch per E-Mail schreiben, wegen Datenschutz. Aber das würde uns interessieren. Schreibt es Ismene, unserer Datenschutzbeauftragten. Genau. Und was ich noch hinzufügen möchte, was vielleicht noch zu kurz gekommen sein könnte bei unserer Folge, nicht alle Menschen, die dick sind, sind auch unglücklich. Das wissen wir. Stimmt. Und ja. Egal wie oder welchen Umgang man hat, findet er es okay. Irgendwie muss man halt selber damit, glaube ich, im Reinen sein, ne? Ja, aber das stimmt schon. Es ist gut, dass du das sagst, Sebastian, weil wir haben jetzt natürlich nur über die Fälle gesprochen, wo es ein Problem auch für die Psyche ist. Das muss stimmt. Natürlich überhaupt nicht so sein. Damit schließen wir, hä? Mit diesem kleinen Reminder. Machen wir zu. Jo. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Vielen Dank euch beiden für diese große Menge an Inhalt, trotz der etwas fortgeschrittenen Uhrzeit, trotz der Arbeitszeit davor und trotz der Tatsache, dass jetzt alle abgeschaltet sind. Wir hören uns wieder in 4 Wochen. Bis dahin würde ich sagen, macht's gut da draußen. Danke, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns auf eure Lifestyle-Tipps und hören uns dann wieder. Genau. Kommt gut durch den Monat. Bye, bye. Bis bald. Tschüssi.